Jo, da wären wir wieder. Und es sind noch eine Menge Vorschläge eingetrudelt. Manche sehr praktisch, manche ähnlich abstrus wie mein Gestrichelmuster da. Einen interessanten Vorschlag hatte ich zum Beispiel auch gelesen von einer Sortiermaschine. Sowas habe ich normalerweise früher mal in Minecraft gebaut, also bevor es Applied Energistics und sowas gibt. Also quasi Systeme, die dafür sorgen, dass man Dinge einfach in irgendeine Kiste schmeißt oder von Robotern reinlegen lässt. Und dann wird das durch intelligente Ärmchen und ganz viele Röhren oder halt in unserem Fall Fließbänder weggetragen und dann weiter wegsortiert. Könnte man machen als Fun-Projekt zwischendurch, einfach nur damit dieser komische Wulst an gelben Kisten hier nicht entsteht. Das heißt, ich würde das Ding dann aussortieren lassen, alles auf dem Fließband legen und dann kommt jetzt aber ein grünes Ärmchen raus, das sortiert nur Holz in eine Kiste. Daneben ist ein grünes Ärmchen, das sortiert jetzt meinetwegen nur Kisten in eine andere Kiste. Das andere nimmt nur alles, was irgendwie mit Waffen zu tun hat, tut es in eine andere Kiste. Aber das bringt der Fabrik hier selber nicht so wirklich was. Es bringt nur mir was, falls ich mal in die Kisten reingucken will. Und das Ding ist schon fertig. Okay, dann hätte ich jetzt ganz gerne den Mining Gen 5. Ja, Research. Also ja, das war eine interessante Idee, aber eine nicht so wirklich produktive. Eine etwas produktivere Idee wäre, das hier neu zu machen. Momentan sieht es sich sehr chaotisch aus. Es funktioniert einigermaßen, aber Umbaumöglichkeiten... Oh, Angriff. Da muss ich zwischendurch immer drauf achten. Also ja, ich will momentan erst ein bisschen Zeit totschinden, bis das da fertig ist. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht überrennen lassen will. Ja, aber es scheint ja okay zu sein. Das heißt... Was wollte ich gerade sagen? Genau. Das hier ist ein bisschen unübersichtlich. Und ich kann nicht wirklich gut expandieren und so weiter. Das heißt, eine Idee war auch in den Kommentaren, dass ich das System hier komplett abreiße. Und ersetze. Also hat er nicht so gesagt. Er hat gesagt, man könnte es besser strukturieren. Aber dazu müsste ich es wahrscheinlich komplett abreißen. Oder einfach woanders aufbauen. Ja, hier hätten wir zum Beispiel Platz. Dann könnte das Öl von hier dahin und von da dahin, dass irgendwie zentral gelagert wird, das Öl. Weil das da oben ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu eng. Also hier. Und dass ich auch die eine Raffinerie nicht ordentlich dazu packen konnte. Und ne, das Ganze einfach ein bisschen größer aufziehen. Aber wir haben hier oben tierisch viel Platz. Guck mal, wie viele von denen da haben wir? Bauen wir ein paar. Einen davon. Und guck mal, wie viel. Oh, wir bräuchten richtig viel Landfill. Ja. Das Wasser brauchen wir da, ja. Okay, also ich glaube, ich mache zuerst Folgendes. Zuerst mal sorge ich dafür, dass wir jetzt... Also wir haben ja Stein mehr bekommen durch die neue Wasseranlage und dass wir das hier umgestellt haben auf Stein. Das heißt, eigentlich sollte relativ viel Stein hier abzugreifen sein. Falsch. Ja, gut. Alles her damit. Genau. Bau ganz viel... Oh. Bau ganz viel Landfill. Aha. Dann schnappst du dir das, gehst da hinten hin. Sand könnten wir auch mal abholen. Genau, damit wir weiter Sandsäcke bauen können, damit auch das alles automatisiert wird. Mit den Mauern. Stein weg. So, dann mache ich das Wasser weg, damit wir Platz haben für diverse Großbauprojekte, die wir jetzt anstellen. Und dann gucke ich weiter, wie ich das damit mache. Weil jetzt komplett zerstören und neu aufbauen heißt, für 5-6 Folgen lang haben wir kein Öl, also auch kein Plastik, also auch keine roten Chips. Ne? Das hat ja alles mal so einen Rattenschwanz hinten dran. Wo war jetzt Sand? Sand war hier irgendwo. Genau, tu bitte rein. Dich da rein. Dich da rein. Ja. Was ist mit euch hier allen? Ihr könnt weg, oder? Ja, könnt ihr. Gut. Was ist mit dir? Du warst nur irgendwann mal eine Erleichterung für irgendwas, was ich hier aufgebaut habe. Bitte das einmal exportieren. In unseren Storage. Und sobald du leer bist, können wir dich zerstören. Kommt da noch jemand? Ja, nimm mit. Weg mit dir. So, Angriff oben rechts. Härter?
Wird nur beschädigt. Ist okay. So, Holz in die bereits erwähnten Durcheinanderkisten. Ja. Und jetzt davon noch zwei bauen Restlenfel. Bitte schmeiß mal das hier zu mit zack, dem da. Das heißt, wir hätten hier eine richtig schön große Fläche, die wir nutzen könnten für die Raffinerien. Das heißt, wir drehen das Ganze einmal um. Das heißt, wir nehmen das Öl von hier, tun das hier irgendwo in Tanks, dann kommen hier 4 Raffinerien hin, also nochmal eine extra, die ich dann auch gleich mal bauen sollte, schon mal. Klick. So. 4 Raffinerien hin, einigermaßen gut sortiert, dann kommt Platz. Dann kommt nach dem Platz das Gewusel mit dem Auseinanderfriemeln, welches Öl, also Schweröl, Leichtöl, Gas, wohin kommt. Dann kommen die Tanks dahin und dann kommen erst die Ölfabriken. Also die Chemical Plants. So, du würdest ganz viel Landfill. Cannot insert stone. Achso, die Roboter wollen was von mir. So. Zack. Du musst auch noch weg. Wusch, wusch. Und wir brauchen dann wahrscheinlich noch viel mehr Substations. Ah, Mist. Hier sollte die Stromversorgung hin, die andere. Nee. Gib mir mal den da. So. Hier sollte das lang. Ja gut, das haut nicht ganz so hin. Bitte hier zumachen mit so einem... Haben wir die noch? Ne, haben wir nicht. Ah, da kommen sie erst. Ja gut, das mache ich dann von Hand. Es nimmt nicht viel Platz weg, wenn wir das Ding hier hinten spiegeln. Trotzdem sollte ich mal kurz gucken, ob das klappt. Also wenn das denn bis hier geht, hätten wir ab hier Platz. Bis darunter müsste eigentlich okay sein. Zumal wir die Raffinerien ja auch hier schon anfangen könnten. Allgemein brauche ich ganz viele davon. Wir brauchen hier überall das Muster, damit wir das richtig schön anordnen können und wir nicht das Problem haben wie bei den jetzigen Raffinerien, dass da überall diese komischen alten Strommasten rumstehen und solche Sachen. Das muss echt nicht sein. Und dann haben wir es soweit, dass wir uns um Plastik keine Gedanken machen müssen, dass wir uns damit um die roten Chips keine Gedanken machen müssen und so weiter. Das war jetzt ja die letzten Folgen so ein bisschen hibbelig und fand ich nicht so schön, dass es da zu Ausfällen kam. Also einmal, dass wir nicht genug Öl hatten, dann mussten wir die Pumpjacks bauen, dann hatten wir nicht genug Gas, dann waren die einen Tanks voll und ne? Wir sind inzwischen einigermaßen Hightech, das sollte dann auch dementsprechend aussehen und funktionieren. Das heißt, ich hätte auch ganz gerne mehr von den MK2-Tanks, was wieder recht viel Eisen und Zink und was weiß ich kostet, aber das sollte hinhauen. Kriege ich gleich angeliefert. Die Roboports bleiben da, wo sie sind. Hier sollte ich... Ja, nur bis hier. Und hier haben wir dann Platz für die Stromgeschichte. Und hier für Akkus und dergleichen. Also den Platz hier, von da oben rechts bis hier unten links. Das wäre der Platz, den wir jetzt veranschlagen für die neue Ölgeschichte. Also 5 Substations in der Höhe. Wie viel brauchen wir momentan? Fangen wir mal... Hier sind unsere Tanks. 1, 2, 3. Momentan benutzen wir nur 3,5. Also es sind 1,5 in der Höhe schon mal mehr und in der Breite sowieso. In der Breite nutzen wir hier nur 1, 2, 3, 4, 4,5 eigentlich, weil die Tanks brauchen wir gar nicht. Und hier oben hätten wir 6. Wobei es relativ nah hier am Feinkontakt ist, ne? Ja, ist die Frage, worauf gehen die Spucker? Töten sie denn lieber unsere tollen Topaz-Türme oder irgendeine Raffinerie? Raffinerie wäre mir schon fast lieber. Mal gucken. Oh genau, gib mir Zink, gib mir Eisenplatten, gib mir Chips, gib mir alles. Noch 2 mehr von den tollen Tanks. Ja, ich müsste jetzt eigentlich dann 4 Raffinerien bauen, ne? Damit das Ding währenddessen weiterarbeiten kann. Das könnte ein bisschen teuer werden. Okay, ich hätte erstmal ganz gerne nicht 200 Eisen, sondern immer 400.
Dann hätte ich ganz gerne eine Blaupause. Eine neue Blaupause. Brich die mal kurz ab. Ab, ab. Ich muss kurz ein paar Sachen schnell bauen. So, ich hätte gern... Oh, okay. Ja, geil. Okay. Also die müssen gebaut werden. So, sammle das ein. So, eine ganz normale Blaupause. Die hätte ich gerne. Und ich würde gerne einfach nur eine Blaupause machen von einer Substation und Lampen. Ist nicht viel, aber dann kann ich das einfach immer so hinsetzen. Und die Roboter fliegen dann los und setzen da Lampen hin. Wenn wir denn Lampen automatisiert haben. Ich glaube, dem war noch gar nicht so. Doch, haben wir. Da sind Lampen. 48 Lampen und sie fliegen los. Okay. Also dadurch spare ich mir ein kleines bisschen Zeit. Ist nicht wirklich viel, aber ein Zuschauer hat richtig angemerkt, ich kann ruhig ein bisschen mehr mit denen arbeiten. Weil es spart einfach Zeit. Und Zeit ist wichtig. Wir haben allerdings hier keine Abdeckung. Also bräuchte ich Rohports. 2 Stück. Aber hier können wir die überall schon mal hinpappen. Wo bist du? Da bist du. Zack. So. Bei den Türmen genauso. Da sollte ich auch eigentlich von dem neuen Muster auch was machen. Das ist mir schon fast ein bisschen zu unheimlich, das so zu markieren. Weil ich sehe halt nicht so super toll die Abstände. Also ich kann sehen, wie das Kabel gespannt ist, ob es gerade ist oder nicht. Aber halt nur, wenn nahegelegene Dinger da sind. Ja. Und wir haben keine Fabrik für Substations. Was ich übrigens auch noch ändern sollte. Also allgemein... jetzt in unserem Großbauwahn, den wir jetzt haben, um die Zeit zu überbrücken, bis die ganze Forschung fertig ist, kommt das auch noch mit hinzu. Also so gut wie alles zu automatisieren, falls die halbe Basis zerstört wird, dass dann die Roboter losziehen können und die ganze Basis wieder aufbauen. Was gar nicht so abwegig ist. Momentan. So, du bitte dahin hoffentlich. Du bitte hierhin. Und ich muss das unbedingt überprüfen später. Ja, schick. Er zieht sogar ein Kabel von einem noch nicht gesetzten Objekt. Das hat er gut gemacht. Das hat er sehr gut gemacht. Okay. Angriff zerstört. Wo was zerstört? Karte? Westen. Ach so. Die knabbern gerade die Mauer da weg. Das ist okay. Du... Oh, ich habe vergessen, hier was zu setzen. So. Damit er jetzt die Kisten setzt. Hat er auch jemand in den Kommentaren geschrieben. Dass es zwar nett ist, dass ich die Kisten hier reingetan habe, aber dass die Roboter das nicht setzen, solange da kein Blueprint dafür ist. Hätte ich jetzt also auch gemacht. Ja. Und sie haben hier hinten die äußere Mauer, die eigentlich schon längst weg kann, weggeknabbert. Haben dann angegriffen, wurden instant zerschossen und gut ist. Ja. Und hier ist schön viel Öl. Das sollte ich auch noch beanspruchen, damit wir wirklich gar keine Ölprobleme haben. Weil momentan haben wir noch welche, die produzieren hier 03, 03. Was ist mit dir? So, wir sind voll, ha? Huh? Ja. Na, die sind schon alle auf 03. 6,4? Ja, okay, du bist noch nicht. Also wenn der da ganz unten ist, dann müssen wir eventuell noch ein paar dazu packen. Aber bisher ist okay. So, was jetzt zuerst? Zuerst eine Fabrik bauen, die Substations baut? Oder zuerst... die Raffinerien. Ja, die Raffinerien kann ich ja nebenbei bauen. Bau mal bitte noch 3 Raffinerien. Das sah interessant aus. Richtige Choreografie hier. Fliegen alle zusammen hoch und dann sternförmig streuen sie auseinander, weil der eine da aufgeladen will und der andere da. Fehlten Roboports, ne? Hatte ich gerade was erwähnt. Wo habe ich sie gebaut? Roboport? Wo blinkt's gelb? Da blinkt's gelb. So, wo backen wir dich hin? Hier. Da kommt einer hin. Und da kommt auch einer hin.